CDV für die Opernwerkstatt. Wir haben exklusive Einblicke hier und wir konnten genau zuschauen, wie Markus Bosch gerade Schnitzel geklopft hat. Heute Abend ist Helden am Herd. Markus, wir sind heute in der Volksbank hier in Heidenheim. Eigentlich kochen wir doch überall, oder? Ja, wir kochen überall, vor allem bei denen, die uns Geld geben. Die Volksbank ist Sponsor und wir sind der Einladung gerne gefolgt, hier meiner Kunden- und Schalterhalle diesen Abend zu gestalten und ich freue mich wieder ein paar Tapas auszuprobieren. Wir machen Helden am Herd jetzt schon seit einiger Zeit und es ist ein wirklich tolles Format, um unser Ensemble für die diesjährigen Opernfestspiele, aber auch für die letzten Jahre vorzustellen. Ja, ich glaube, die Ensemblemitglieder kriegen gleich mal einen richtigen Eindruck von uns, auch von der Lockerheit, dass es in der Festspielzeit auch darum geht, sich hier wohlzufühlen und so will man die auch präsentieren und ja, das ist oft der erste Eindruck, eben diese Kochshow für die Solisten, wenn sie zum ersten Mal in Heidenheim sind. Und das ist meistens oder eigentlich immer was ein sehr guter und sie hat immer Lust gemacht auf mehr und hat die Atmosphäre gleich entspannt, wenn man sich noch nicht kannte. Und wenn man sich schon kannte, hat es den Ort sympathisch gemacht. Jetzt haben wir einige Veranstaltungen hinter uns und wir haben aber auch eine, ja, ich denke, ganz fantastische Saison vor uns. Also die diesjährige Festspielzeit verspricht ja einiges. Ich freue mich sehr drauf, muss natürlich immer auf Holz klopfen, wenn man plant, macht und tut und hofft dann, dass alles so funktioniert, wie man sich das ausmalt vorher. Aber wir haben, glaube ich, tolle Künstler, ein tolles Gesangsensemble für Carmen. Wir haben extra ein Kinderstück schreiben lassen, was sich mit der Carmen-Motivik beschäftigt, was sich kreuzt mit Zorro. Da freue ich mich sehr, wieder im Opernzelt. Wir haben internationale Künstler da, wie Muhai Tang als Dirigent. Des Gala-Konzertes, Tine Ting-Helse, die Trompeterin Alena Baeva für die Spanische Nacht, die ich selber dirigiere, die Staatsphilharmonie Nürnberg ist zum ersten Mal da, mein eigenes Orchester, in Anführungszeichen, wenn ich das so sagen darf, Stuttgarter Philharmoniker, mit dem Orchester der Stadt sozusagen, Capella Aquilea, der Neugründung mache ich das Eröffnungskonzert, also man sollte sich für alles mal Karten sichern. Wir haben allerdings auch ja, ich sag mal, die Latte ein bisschen höher gehängt, denn es gibt dieses Jahr zum ersten Mal zwei Veranstaltungen mehr. Da sind wir aber recht zuversichtlich, denn nach dem bisherigen Stand ist unser Vorverkauf optimal, oder? Kann man so sagen. Wir haben mehr Vorstellungen, also du meinst zwei Opernvorstellungen mehr. Wir spielen auch mittwochs. Auch das läuft inzwischen ganz gut. Wir haben eben 2000 mehr Karten für die Oper dieses Jahr. Und sind trotzdem schon über 50% Auslastung jetzt im März. Gab es so noch nie. Mir war klar, dass Carmen Interesse wecken würde. Und ich hoffe, dass sich das jetzt so fortsetzt und dass nicht alle Interessenten schon gekauft haben. Jetzt haben wir ein interessantes Rahmenprogramm. Du hast vorhin schon einiges genannt. Aber Carmen wird wahrscheinlich auch diese Stadt in irgendeiner Form prägen. Also das heißt, es gibt eine ganze Menge von Veranstaltungen drumherum. Ja, also wir machen jetzt diese Helden am Herd-Geschichten, die ganz im Zeichen Spaniens stehen. Das Eröffnungskonzert heißt ja auch Schauplatz Sevilla. Auch wie Fidelio letztes Jahr spielt die Oper wieder in dieser Stadt. Wir werden eine spanische Nacht haben, werden uns auch im Jazz ein bisschen mit spanisch-südamerikanischen Klängen beschäftigen. Bolero Berlin mit Lina Berliner Philharmoniker ist da. Wir werden ein Tanzprojekt haben hier in der Stadt mit Jugendlichen, was diese Respektgeschichte aufgreift, auch mit Capella Aquilea, aber auch mit neuer, aktueller Popmusik und Rockmusik aus Spanien. Also ich glaube, wir wagen einen Blick über den Operntellerrand und wollen ganz viele Menschen damit ansprechen, auch neue, für die Opernfestspiele vielleicht nur elitäre Zirkelveranstaltung war. Das ist mir ganz wichtig zu zeigen, dass Oper uns alle angehen kann, uns alle berühren kann und mit den Veranstaltungen drumherum sind auch als handreicher Veranstaltungen gemeint und ich freue mich über jeden, der einfach mal reinschnuppert und uns neu kennenlernen will. Wir freuen uns jetzt ganz besonders auf Helden am Herd. Verrätst du uns einen kleinen Teil der Rezepte, die heute Abend vor Publikum verwirklicht werden? Ja, ich hatte unsere Sopranistin gefragt, was sie denn kochen will. Und
Es war ja eigentlich klar, dass wir spanische Sachen machen, aber dass sie aus Bayern kommt, da dachten wir, Schnitzel kann man kleiner machen, dann ist auch wieder Tapas. Also machen wir Schnitzel, aber in der Fassung von Herrn Schubeck. Und dann gibt es eine kalte Tomatensuppe, was richtig spanisch ist. Und zu den Schnitzeln muss es natürlich Kartoffel geben in Form von Tortilla. Okay, danke schön. Bitte.